Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Transport Fever 2 hier bei Heisenberg zockt. Schön, Güterzüge. Ja, und davon gibt es jetzt gleich einen mehr. Der soll nämlich das Baumaterial noch hier nach Lichte bringen, weil die wollen ja auch welches. Und das Baumaterial, das wird dann von hier oben mit Müllwagen hier reingebracht. Jetzt kann man sich natürlich fragen, warum wird denn Baumaterial mit Müllwagen transportiert? Ganz einfach. Hier, weil wir welche haben. Militärische und zivile. Da fehlt die Musik, kann das sein? Jawohl, habe ich kurz ausgemacht. So, machen wir wieder an, weil sonst, also irgendwie, ja, die Musik ist halt aber schöner. Das gilt ganz allgemein im Leben. Haben wir hier ein Depot? Das ist immer wieder die Frage. Ich würde sagen, nein. Ihr sagt wahrscheinlich doch, überall. Nein, haben wir aber trotzdem nicht. Also zumindest nicht so, dass wir hier in das Gleis reinkommen. Hier oben ist noch eins. Okay, das führt uns in die Gleise. Dann kommen wir hier runter. Ja, welch Zufall. Okay, ich gebe mich geschlagen. Wir haben ein Depot. Allerdings, man sieht, der wartet hier auch. Ich weiß nicht, wie lange der schon wartet. Aber der wartet auch. Das heißt, hier ist ein bisschen... Warum wartet der denn überhaupt? Da kommt einer raus. Ja, hätte der jetzt nicht fahren können? Oder hat er das gleiche Gleis? Gut, das finden wir raus. Nee, das sind beides Baumaterialzüge. Genau, guck mal, das ist die gleiche Linie, dann passt das schon. Weil er hier ist ja mit diesen schönen Wagen unterwegs, der kann aber nichts transportieren. Also der kann schon was transportieren, aber eben nicht, er möchte gerne Kunststoff mitnehmen. Er kann kein Baumaterial mitnehmen. Er kann aber, oder die Wagen können aber, glaube ich, tatsächlich Baumaterial, Waren transportieren. Das habe ich ja angesprochen in der letzten Folge, dass wir das als nächstes machen. Dann können wir diese Wagen eigentlich wieder verwenden. Jetzt kann auch er fahren. Da kommt aber wieder einer. Na gut, da kommen halt welche. Wenn ich natürlich noch lange rede, deswegen kommen nicht weniger. Wir schnappen uns hier einen Zug. Muss ich da darauf achten, welches Depot das wir nehmen? Das wäre noch interessant. Ich möchte nicht den Zug haben. Haben wir eingestellt? Ne, dann kommt es nicht drauf an. Dann ist es tatsächlich egal. Speichern müssen wir in dem Sinne nicht, weil, ja, wir haben noch nichts gebaut. Also zumindest jetzt nicht in der Folge. Wir nehmen... ja, schauen wir mal. Haben wir einen Diesel? Weil, ja klar haben wir einen Diesel. Die Frage ist halt welcher. Weil wir haben jetzt tatsächlich schon länger, glaube ich, keine Diesellokomotiven mehr genommen. So ein Vectron wäre relativ kräftig. Ja, die Auswahl ist natürlich relativ groß. Wie man hier sieht. Ich möchte aber nicht so eine Rangierlok. Ich möchte irgendwie... Ja, das sind alles... Wie viele Ludmillas haben wir denn hier? Das sind alles verschieden lackierte Ludmillas im Prinzip. Die BR-246 haben wir, glaube ich, schon. Dann haben wir ja noch mehr Ludmillas. Sag mal. Ganz krass. Und hier ist im Prinzip die Original-Ludmilla, wenn man so will. Und das auch in vierfacher Ausfertigung. Ja, ich mag Ludmillas. Doch, das ist soweit richtig. Was haben wir hier? Die BR... Beziehungsweise die V200. Ja. Ich würde sagen, das sind wir für ihn. Die 140 km/h, das ist ein schöner Unterschied zu den Hybriden und Schnellzügen, die uns dann je nachdem begleiten, da auf diesem einen Stück, das wir haben. SBB CFF, das ist sogar eine Schweizer Variante. Nehmen wir. Hinzufügen. 1600 ist ein bisschen wenig. Wir müssen mal gucken, ob die Wagen stemmen kann. Wagen Cargo, wir transportieren Baumaterial. Und dann nehmen wir irgendwas, was ein bisschen Tempo hat. Nee, 120. 65, wir werden immer langsamer. Ich muss in die andere Richtung scrollen. 160, das ist schon wieder zu schnell. Auch 160, 120. 140 haben wir. 120. Haben wir denn tatsächlich keine Wagen, die 140 machen? Das sieht nicht, oder es sieht nicht danach aus. Wir haben alles Mögliche. Hier, nee. Gut, dann nehmen wir. Wir nehmen... Was sehen wir denn jetzt? Die hier haben wir, glaube ich, auch schon. Die hier haben wir mit Sicherheit. Die habe ich gerade gesehen. Und die hier... Ja, sonst nehmen wir die. Ja, aber ich weiß nicht, ob die Lok tatsächlich jetzt die Wagen hier stemmen kann. Wir sind bei gut. Kapazität hätten wir fett. Ich würde gerne nochmal einen haben. Ja, gut ist okay. Das passt schon. Dann machen wir zwei hier. Haben wir gesagt. Machen wir auch. Und weisen die der Linie zu. Das wäre... Wenn ich rauszoome, müsste ich sie finden. Linie 1, okay. Werden wir natürlich noch umbenennen. Einmal kurz Pause.
Zug schnappen. Dann haben wir ja die Linie. Und Linie 1 wäre dann nicht eine Regio. Das heißt, ich muss nicht nach der Nummer suchen, sondern Linda. Ihr ahnt es. Baumaterial. Guck mal, obwohl ich es nicht sehe, Baumaterial, habe ich zum ersten Mal ohne Fehler geschrieben, denkste. Hatte wieder einen Fehler drin. Ja eben, mein Mikro ist halt genau, oder das steht genau so, dass ich da nicht richtig hinsehen kann. Ist aber kein Drama. So, jetzt mal gucken. Können wir fahren? Das werden wir gleich wissen. Ja, von da kommt keiner. Na, herzlich willkommen hier bei uns. Ich hoffe, du fühlst dich wohl. Da sieht man auch schön den Diesel, beziehungsweise die Abgase des Diesel. Und das sind halt schon coole Wagen, definitiv. Also die kann man tatsächlich gerne verwenden, würde ich mal sagen. Gut, wir lassen ihn mal losdüsen und dann steigen wir beim zweiten ein. Der kann dann wahrscheinlich wieder nicht fahren, weil hier wieder Züge kommen. Aber ich muss sagen, diese Wagen, also auch und die Lok natürlich, die passt natürlich hervorragend jetzt auch noch hier unten rein. Also rein so von der Optik her, würde ich sagen, passt das perfekt. Gut, mach dich mal von dann. Haben wir hier ein Signal? Wir haben hier ein Signal. Doch, hier haben wir auch eins. Da ist es. Gut, steigen wir mal ein und verharren, weil jetzt müssen wir mit ziemlicher Sicherheit zuerst kurz warten. Das gibt uns aber auch die Zeit, hier schnell in den Führerstand zu wechseln. Ne, wir können sogar fahren, sag mal. Und das ging jetzt zügig. Wo fahren wir denn mit? Vielleicht, wenn wir uns hier so auf einen Container raufsetzen? Nee. Dann haben wir wieder die Action Cam. Ich glaube, es wäre besser, wir machen so. Und hier müssen wir aber gucken, dass wir nicht den ganzen Rauch im Gesicht haben. Das ist A, ungesund und B, unangenehm. Ja, vielleicht nochmal ein bisschen runter. Genau. Jetzt natürlich auch ab und zu mal drehen. Ja, das ist vernünftig. Wenn wir uns so drehen in dieser Perspektive, dann sehen wir auch die ganzen Wagen nochmal. Auch ein schönes Bild. Ja, jetzt fängt das hier an zu leben. Und ich möchte, wenn wir die Warenproduktion ankurbeln, hier natürlich noch weitere Gebäude haben. Zum Beispiel hier auf der rechten Seite. Damit das hier wirklich richtig schön groß aussieht. Und das werden wir auch haben. Weil für diese Warenproduktion, wir werden die heute angehen. Das sehe ich. Also, weil wir fahren jetzt einfach da hoch, genießen die Strecke. M. Ja, für diese Warenproduktion, also das ist wirklich eine umfangreiche Geschichte. Wenn man eben diese eine Mod nutzt. Eben, ich glaube, es ist die DDR-Mod. Vielleicht habt ihr das auch schon korrigiert in den Kommentaren. Das kann ich noch nicht sehen. Das ist noch nicht online, weil ich nehme ja gerade zwei Stück oder zwei Transportfieber-Folgen am Stück auf. So, auch hier natürlich ein bisschen Geduld gefragt, ganz klar. Wir haben relativ wenig Gleis da vorne für doch schon den einen oder anderen Zug. Man sieht, da kommt auch schon wieder einer entgegen. Wir könnten weiter vorne ein Signal setzen, aber das bringt halt nicht viel. Dann haben wir 10 Meter gewonnen und müssen dort warten. Also ich denke, so ist es okay. So, sicher eine relativ schöne Strecke. Jetzt hier auch diese Ausfädelung dann aus den Gleisen raus. Apropos Fädeln, Moment. Lasst uns doch schnell gucken. Ja, ist doch ein staatlicher Güterzug, würde ich sagen. Sehr nett. Kommt da gerade einer entgegen? Jawohl. Oh, auch schön langsam. Der muss auch warten. Sehr nett. Gefällt mir. Würde mich auch wundern, wenn es mir nicht gefallen würde. Es sind Züge. So, einmal runter. Jetzt ist ja noch Rauch drin. Auch nö, das wollte ich ja nicht. So, nochmal runter. Nochmal ein bisschen rauf. Nee, doch nicht. Nochmal ein bisschen runter und jetzt habe ich es. Hier natürlich eben auch ein Personenzug. Haben wir auch am Start hier auf den Gleisen. Und wir sind hier aber zügig unterwegs. Es geht zwar auch runter, aber das ist dann doch relativ schnell, finde ich. Mit 105. So, jetzt müssen wir hier aber raus. Da müsstest du vielleicht dann doch nochmal kurz, genau, die Bremse treten. Weil entgleisen ist definitiv keine Option. Ich drehe mich nochmal, Entschuldigung. Aber eben, ich denke, das ist schon eigentlich die bessere Variante. Wenn man schon irgendwie über Weichen fährt und das Ganze dann eben schlängelt, dass wir dann eben auch in die Perspektive mal wechseln. So sieht man eben den ganzen Zug. Und wir sind da relativ schnell wieder hier hinten. Muss ich nur wieder die richtige Position finden. Ja, so ist es. In Ordnung. Jetzt fahren wir hier über die schöne Brücke rüber. Ich gehe schon wieder raus. Ich weiß, aber guck mal. Das lohnt sich doch hier mit dieser schönen Stahlbrücke. Hoch über den Wäldern. Hoch über den Bäumen. Da sieht man es relativ gut. Relativ. Ja, relativ ist gut. Einfach halt durch den Wald durch. Beziehungsweise eben genau nicht.
Wir haben die Bäume verschont. Wir düsen über den Wald. Jetzt geht's Richtung Wasser, Richtung Brücke. Während wir dort hinten die verschneiten Berge sehen, irgendwo dazwischen. Ne, da sieht man sogar. Da hinten ist Oberböser. Dort, wo unser Schloss Neuschwanstein steht. Das gehört bei uns zu Oberböser. Und ich muss sagen, ich bin ziemlich überzeugt von dieser Lokomotive. Also die kommt relativ schnell auf Touren. Man sieht's, wir haben jetzt dann gleich die Höchstgeschwindigkeit. 140 war das, genau. Die Wagen würden 160 zulassen, können aber nicht so schnell fahren. Die Lok macht nur 140. Aber trotz diesem Gewicht, das jetzt hier hinten dran hängt, kommt sie eben doch relativ schnell auf diese Geschwindigkeit. Sehr schön, coole Lok. Unterwegs nach Oberlichte Cargo, genau, das haben wir noch umbenannt. Das hieß vorher nur Oberlichte und das ist ja irgendwie Käse. Da müssen wir noch ein Cargo dahinter, das ist ja schließlich ein Cargo-Bahnhof. So, hier ist natürlich klar, dass wir fahren können. Hier haben wir keine Konkurrenz auf den Gleisen sozusagen, außer unseren Kollegen, dem baugleichen Zug. Und das ist einer, der sich dann irgendwo hier auf, keine Ahnung, 100 Kilometer Gleis, sind das 100 Kilometer? Ja gut, das ist natürlich zu sagen, ich meine jetzt nicht im Game natürlich, sondern wenn man das auf die Realität ummünzen würde, was wir jetzt hier gebaut haben. Ja, nee, 100 Kilometer sind das nicht. Aber das sind schon ein paar und da verteilen sich natürlich zwei Züge dann relativ ordentlich. Auch wenn, auch hier natürlich gilt, ist sehr gut möglich, dass wir hier später noch andere Züge haben. Aha, ein Schiff. Ja, hier hat man aber schon eine gute Sicht hier, wenn man hier über die Brücke rüber düst. Gleich wieder zurück, ohne den Rauch im Gesicht zu haben. Und jetzt freue ich mich auf die Warenkette, also auf diese Warenproduktion. Weil das sicher interessant wird, also A, wie das eben genau funktioniert. Ich weiß es tatsächlich auch noch nicht genau. Ich weiß so, dass es viele Bauteile braucht sozusagen, viele Rohstoffe, um dann eben die Waren herzustellen. Da ist glaube ich noch wieder Koks dabei und so weiter, was wir ja schon per Schiff transportieren. Aber das ist ganz auf der anderen Seite von der Map. Das heißt, wir müssen hier nochmal eine Koksfabrik haben. Und um Koks herzustellen, brauchen wir dann, glaube ich, wieder... Weiß ich nicht. Sehen wir dann. Aber da brauchen wir auch wieder etwas. Wir müssen sozusagen jetzt rausfinden, wo das Ganze anfängt. Bei welchem Rohstoff. Und das werden wir nachher kurz gucken. So, jetzt aber erst natürlich nochmal kurz die Strecke genießen. Jetzt geht es dann gleich in den Tunnel rein. Und da sind wir fett am Schlängeln. Und zwar im Tunnel drin. Habe ich ja gesagt, ich kann mich nicht erinnern, dass wir das schon mal gehabt hätten. Dass wir sozusagen uns in einem Tunnel drin... den Berg hochschlängeln. Was ist da die beste Position? Das Ding ist irre schnell. 140 Sachen, das wirkt eigentlich... Ja, hier wirkt es wieder normal, aber wenn man dem Zug so zuguckt, der ist ja irre schnell. Da oben haben wir gerade noch eine Dampflok und die schönen orangen Wagen. Und jetzt geht es hier ins Tunnel rein. Da kommen wir aber... Genau, da kommen wir nochmal raus. Jawohl, hier nämlich unter dieser schönen Brücke durch. Und jetzt geht es aber in den Tunnel rein und dann geht es erst wieder raus, wenn wir im Bahnhof drin sind. So, auch hier haben wir natürlich Ruhe. Jetzt müsste uns aber der Kollege dann noch entgegenkommen. Sonst werden wir hier kurz warten müssen. Der hat aber eigentlich schon genug Vorsprung gehabt, dass er jetzt eigentlich bereits wieder rauskommen müsste. Müsste, sollte, hätte, täte. Werde ich gleich sehen. Da war gerade noch ein Signal ein bisschen im Tunnel drin, also in der Tunnelwand. Auch nicht schön. Es gab doch mal Signale für Tunnel, also ganz spezifisch. Die habe ich, glaube ich, sogar irgendwie... Ja, die habe ich. Ich weiß noch nicht, ob ich die tatsächlich aktiviert habe. Ja, müsste ich mal gucken. Da könnte man künftig die Tunnels anders bestücken. Da kommt der Kollege. Ja, schöner Sound, ein bisschen leise. Habe ich generell alles? Ne, ich habe nicht alles generell eher leise. Ne, man hört die Züge, glaube ich, schon relativ gut. Ah, hier geht es sogar nochmal einmal rüber in das andere Gleis rein. Können wir nochmal so gucken. Cool. Gut, und jetzt, bevor wir natürlich zur Warenkette kommen, müssen wir jetzt, also müssen wir nicht, sondern wollen wir unsere Müllabfuhr noch kurz umlenken, beziehungsweise kurz umändern. Da haben wir jetzt eigentlich ein Ding zu viel. Ja, da, wir gucken uns das gleich an. So, cool. Also Baumaterial, würde ich sagen, ja, kommt hier an, sobald wir das Ganze dann fertiggestellt haben. Also das Teil brauchen wir, das hängt hier dran. Das ist schon mal okay.
Was wir nicht mehr brauchen, ist eigentlich das Teil hier unten. Wir können es aber natürlich trotzdem stehen lassen, weil wenn man hier mit dem Zug lang fährt, das sieht dann nicht so schlecht aus, wenn dort noch so ein Teil ist. Wir werden aber die Linie natürlich dann entsprechend ändern. Jetzt müssen wir wissen, wo die Leute hier in der Stadt drin ihr Baumaterial brauchen. Hier unten. Ja, guck mal einer an. Wir können das genauso lassen, wie wir es haben. Jetzt ist halt nur die Frage, was ich natürlich vergessen habe. Könnt ihr Baumaterial transportieren? Ja, das ist noch fraglich. Das sehe ich hier natürlich auch nicht. Dafür müsste ich ganz schnell hier in ein Straßendepot rein. Und die nochmal kurz suchen. Aber die muss ich, glaube ich, nicht lange suchen. Das war bei Cargo. Und dann, und dann, und dann haben wir sie hier. Ah, ärgerlich. Das geht gar nicht. Schade. Na gut, dann lassen wir sie halt so fahren, wie sie jetzt fahren. Dann brauchen wir aber im Prinzip für die gleiche Strecke einfach noch Fahrzeuge, die Baumaterial transportieren. Gucken wir mal, was wir hier haben. Wir können hier mal einstellen. Baumaterial, zack. Okay. Ja, was passt hier rauf? Ja, vieles. Wir müssen nur wissen, was wir wollen. Die haben wir, glaube ich, auch schon verwendet. Aber die hier, glaube ich, nicht. Mercedes Kasten Kurz. Das wäre doch was. Machen wir davon mal 3 Stück. Weil ich glaube nicht, dass wir hier hunderte Tonnen an Baumaterial kriegen. Ich denke, die 3 reichen. Die haben eine Kapazität von 4. Ja, dann halt nicht. 4 ist mir dann doch zu wenig. Die Absetzmulden, die haben wir bereits. Bulk-Trailer, Baustoffe. Das sieht doch auch relativ nett aus. Kapazität. Wow. Da würde einer reichen. Da machen wir aber mal 2, damit hier auch irgendwie die Fahrzeuge rumfahren. Müssen wir uns merken, wenn wir mal wirklich Tonnen von Baumaterial oder eben Getreide, Kunststoff und was wir hier noch alles haben. Hier haben wir zum Beispiel Carbid nochmal. Carbid, heiliges bisschen, okay. Dann können wir natürlich so einen mal verwenden. Die nehmen wir mal. Setzen dich auf die gleiche Linie. Das wäre die Müllabfuhr. Ich würde sagen, die Linie müssen wir aber nochmal schnell umbenennen. Ich möchte aber zuerst die Fahrzeuge sehen. Wo war jetzt dieses Depot gleich nochmal? Hier hinten, da kommen sie raus, die schönen LKWs. Cool, haben wir glaube ich tatsächlich auch noch nicht auf der Anlage. Ich würde jetzt aber hier nicht mitfahren, das haben wir eigentlich mit dem Müllwagen schon gemacht. Lass die einfach mal fahren. Oh, hier stehen Leute. Da stand auch in den Kommentaren, Heisi, du musst mal aufpassen bei deinen Bushaltestellen. Da stehen sich die Leute die Füße platt, und zwar in den meisten Städten. Das werden wir jetzt gleich mal kurz angehen hier. Bräuchte mal einen Bus. Ich wollte eigentlich die Linie noch umbenennen. Lasst uns das kurz zuerst machen. Sonst geht das wieder vergessen, weil ich jetzt wieder alles andere mache. Haben wir hier irgendwo eins der Fahrzeuge? Die sind doch jetzt gerade losgefahren. Jetzt finde ich bei den LKWs nicht mehr. Hier, irgendwo. Wow, hier ist natürlich auch Hochhausalarm. Also das ist nicht die Müllabfuhr oder nicht nur, sondern Müllabfuhr. Geht das Zeichen hier? Ja. Baumaterial. Also Müllabfuhr und Baumaterial. Das geht hier parallel. Gut. Busse. Haben wir irgendwo Busse? Ich möchte mal wissen, was hier rumfährt. Ob wir einfach die Busse ändern, dahingehend, dass die mehr Kapazität haben. 23 haben wir hier. Und dann haben wir hier die. Ich würde sagen, das ändern wir mal. Das sind zwar schöne Busse, aber ich möchte irgendwas mit mehr Kapazität haben. Wir würden gerne Personen, Passagiere transportieren. Nicht bei Cargo, sondern hier. Stimmt das jetzt? Passagier. Ach, die können auch Passagiere. Ja, aber die haben auch keine Kapazität. Das sind, glaube ich, genau. Ja, das sind die, die wir haben. Wo haben wir wirklich was mit Kapazität? 18, das ist definitiv weniger. 16 ist noch weniger. 19 ist auch nichts. 30. 17. Hier die Doppelta. Oh, hier, das sieht nicht schlecht aus. Nehmen wir die hier, 38. Diese Urbino. Da haben wir noch so einen. Über 20, 33. Nehmen wir den, weil den haben wir tatsächlich noch nicht. Mit Sicherheit nicht. Versetzen wir. Schwupps, da haben wir es. Und dann sollten wir hier die Leute eigentlich wegkriegen. Und sonst müssen wir gucken. Jetzt haben wir fast. Haben wir das Doppelte an? Ne, wir haben nicht das Doppelte an Kapazität. Wisst ihr was? Also, was hindert uns jetzt dran, hier nochmal 2, 3 Busse raufzusetzen? Das werde ich, glaube mal machen, wenn ich nochmal einen erwische. Zum Glück habe ich den jetzt von der Angel gelassen. Wo ist er hin? Kollege, wo fährst du? Hier unten. So, Fahrzeug verwalten. Wir nehmen mal 2 und klonen die. Dann haben wir 2 Fahrzeuge mehr drauf. Das müsste doch eigentlich passen. So, dann hätten wir das hier abgeschlossen. Dann lasset uns. Jetzt wird's.
ja nicht tricky, aber jetzt wird es meiner Meinung nach interessant, weil jetzt bauen wir hier aus. Wir haben hier eigentlich nicht mehr viel Platz. Was hindert uns dran, hier zu bauen? Das kann ich euch sagen, wir haben hier keine Gleise mehr, fällt mir gerade ein. Wir müssen das halt mit einer Doppelbelegung machen. Oder wir müssen vor allem mal gucken, wo wollen sie Waren haben. Das wäre natürlich auch noch wichtig. Da in Birkenstöcke wollen sie Waren. Hier nicht. In Großschwabhausen, in Oberböser. Ja, also wir haben hier in der Region genug Städte, die tatsächlich Waren wollen. Hier nicht. Hier auch nicht. Das ist der Hafen. Neustadt, da gehen wir gleich mal nochmal gucken. Da waren wir schon lange nicht mehr. Mal gucken, wie sie hier gebaut haben. Hier haben wir den Bahnhof. Hier haben wir ja irgendwie die Schnellstraße. Hier mit Hybrid und Schnellzug. Und hier fährt irgendwie noch ein Regio. Das sieht man hier. Der zwirbelt sich so um die schöne Kirche rum. Auch ein sehr schöner Zug, definitiv. Schönes Bild, gefällt mir. Gut, ja, einfach, dass wir es mal wieder gesehen haben, was hier ist. Also viel ist da nicht neu dazugekommen. Man sieht, wir sind natürlich auch noch lange nicht fertig. Hier gehören definitiv noch weitere Züge drauf, Regios und so weiter. Eh klar. Also aber jetzt hier oben weitere Gleise. Kann ich bei dem Bahnhof... Moment, ich speichere mal, weil irgendwie wir hatten letztens Probleme, als wir hier weitere Gleise bei dem Bahnhof hinmachen wollten. Das war aber, glaube ich, auch eine Mod, wenn ich mich nicht täusche. Also ein gemoddeter Bahnhof. Und irgendwo ist natürlich dann einfach das Ganze beendet, wo wir nicht mehr weiterbauen können. Das ist auch klar. Wo haben wir denn hier die Gleise? Da. Ja, und schon haut die Musik wieder ab. Seht ihr, das habe ich genau gemeint. Kriege ich hier die anderen? NE. Ich hätte halt gern die Standardgleise. Ich weiß nicht, was das für eine Gleismod ist. Wenn das jemand wüsste... Das müsste diese italienische sein. Ich würde die glatt rausnehmen, weil ich möchte eigentlich hier Hessi, also nicht Heisi, sondern Hessi Depotgleise mit Catenary. Okay. Ich hätte hier die normalen Gleise gerne. Die findet aber nicht, wenn ich hier NE eingebe. Wenn ich den hier mache, da hinten sind sie doch. Versuchen wir es mal. Kriege ich hier noch was ran? Nee. Hier schon, aber hier außen nicht. Gut, was wir natürlich auch machen können, ist, dass wir hier nochmal einen Güterbahnhof hinstellen, einen zweiten. Und da müssen wir halt gucken, wir müssen dann hier, haben wir dann sowieso automatisch hier die Sachen haben, die hier dann produziert werden. Weil sonst funktioniert es natürlich nicht. Gut, machen wir das. Dann gibt es ja halt nochmal einen Bahnhof. Wie sieht das denn sogar aus, wenn wir den hier nehmen? Ich drehe dich mal. Könnte man auch machen, das hat doch was. Hier so mit den Gleisen ran. Ich müsste aber gucken, Umfahrungsgleise. Ja, würde ich mal sagen, keins. Und ansonsten haben wir hier nichts mehr. Wenn ich hier runtergehe, was ist hier alles Bahnhof? Das müsste eigentlich schon alles Bahnhof sein, was wir hier haben. Sind hier schon Gleise drauf rechts? Ja, ich bin schon wieder nicht mehr so überzeugt. Wir haben das Teil. Haben wir das Teil nicht beim anderen Güterbahnhof eh schon? Also bei der Güterzentrale? Nee, wisst ihr was? Wir machen hier das anders. Wir machen nochmal den gleichen. Weil ich möchte jetzt nicht haben, also ich möchte wirklich dringend vermeiden, dass beide Güterzentralen komplett identisch sind am Schluss. Vom Aussehen her. Das kann es natürlich nicht sein. Ich gucke jetzt mal, was hier am besten hinpasst. Das ist von der Länge her schon mal Käse. Das ist zu lang. Das würde ungefähr hinkommen. Ja, und von der Anzahl Gleise. Warum nicht das Maximum? Weil, also dann habe ich lieber ein, zwei Gleise frei. Da können wir immer noch Fake-Züge raufsetzen. Statt, dass uns am Schluss dann tatsächlich wieder irgendwas fehlt. Das kann es ja nicht sein. So, also irgendwas an Gleis fehlt. So wäre es ungefähr parallel. Wenn das jetzt ganz hier hinhänge. Nochmal ein bisschen runter. Na, komm. Irgendwie hängt es. Ja, nochmal ein bisschen zurück. Zack. Lass uns das mal angucken. Ja, sieht doch nett aus. Ist ein bisschen weiter. Ein bisschen weiter unten. Das passt schon. Gut, wir bräuchten hier jetzt natürlich eine Straße. Wie kommen wir denn jetzt hier hin? Da unten, gucken wir. Also Straße, gerne eine breite. Und das wäre mit Sicherheit eher eine ländliche. Die hier. Ja, da kommen wir doch da unten rein. Und was wir hier genau machen, gucken wir jetzt. Also das weiß ich eigentlich schon. Das geht einfach ganz gerade da runter. In die Richtung würde ich nichts machen. Da kommen wir nämlich, ich komme hier nicht raus, weil da die Gleise natürlich im Weg sind. Das geht nicht.
Würde ich lassen. Das ist hier halt eine Sackgasse. Das passt ja auch. Gut, dann würde ich sagen, jetzt schauen wir uns mal diese Warenkette an. Dafür werde ich jetzt einfach mal alles hinstellen und wieder abreißen. Wir brauchen am Schluss Waren. Jetzt gucken wir. Die brauchen für Waren mal Stahl. Das ist ganz klar. Das hier ist Kunststoff. Stahl haben wir hier wahrscheinlich noch nirgends. Okay, sollen wir mal mit dem anfangen? Weil das andere, das können wir sowieso dann nachher machen. Ich würde jetzt mal gucken, dass die hier tatsächlich Stahl kriegen. Und eigentlich hätte ich die Fabrik schon vernünftig hinstellen können, weil die brauchen wir ja. Also die möchte ich eben hier oben haben tatsächlich. Da hängt die Straße noch. Moment, einmal Sträßchen. Nein, hier war's. Und das Ding soll natürlich am Bahnhof hängen. Wie haben wir das hier hinten gemacht? Mit separaten Zufahrtsstraßen im Prinzip, wenn man so will. Und hier müssen wir aber nochmal ein bisschen runter. Damit wir hier plus minus eine ähnliche Höhe haben. Geht das so mit ein bisschen Abstand? Doch, das müsste eigentlich funktionieren. Das müsste schon dranhängen. Und dann natürlich eine Verbindungsstraße schaffen. Straße. Mal gucken, ob die klappt. Wir brauchen die Kurve. Steigung zu groß. Sind wir jetzt hier doch so weit oben? Ja, man sieht, das ist halt nicht eben. Wir können das, wisst ihr was, ich mach's nochmal. Weil sonst ist mir das hier tatsächlich zu huckelig. Ich bin nicht so ein Freund davon, alles abzuflachen, das wisst ihr. Aber manchmal geht's halt nicht anders. Oder manchmal ist es halt tatsächlich cleverer. Man macht es so, dass das hier wenigstens halbwegs eben ist. Machen wir mal volle Pulle. Also nicht eben, sondern ebenerdig in dem Sinne, dass hier einfach das hier ebenerdig ist. So. Das können wir gleich kontrollieren. Das müsste eigentlich im Prinzip schon reichen. Hier der Straße entlang noch. Jetzt hier so gucken. Das geht ja immer noch rauf. Habe ich das Falsche? Ja, ich habe das falsche Ding erwischt. Ich erwische irgendwie immer die Falschen dort. Ist aber kein Ding, weil der Vorteil ist, man merkt es relativ schnell. So. Auch an die Straße ran. Ja, die Felsen, die können wir dann noch ein bisschen bearbeiten, damit die eben auch noch was aussehen. Und jetzt haben wir es hier. Ja, fast. Hier nochmal. Moment, das geht nicht runter. Ja, das wird von der Straße blockiert. Dann bauen wir das Ding hier oben. Ne, ich kriege das wegen der Straße hier nicht wirklich hin. Gut, das ist natürlich dann eine relativ einfache Übung. Haben wir wieder was gelernt. Wir machen das, bevor wir die Straße gesetzt haben. Oh, jetzt muss ich aber, wenn ich so mache, muss ich aufpassen, dass die Straße dann tatsächlich hier noch dran hängt. Das ist jetzt auch nicht gerade ohne, aber das kriegen wir vielleicht sogar hin. Ich guck mal. Wenn wir jetzt gucken, das ist doch eigentlich relativ ebenerdig. Ja, das ist, was ich wollte. Und jetzt wird es hier halt ein bisschen raufgehen. Und daran. Und dann haben wir hier den Effekt. Moment, ich baue erst die Straße. Ja, die hängt sicher dran. Ja, jetzt hier runterdüsen. Was haben wir dann hier für einen Effekt? Ja, das müsste eigentlich theoretisch gehen, dass wir das jetzt hier rankriegen. Machen wir mal. Wir schnappen uns das Teil. Und machen hier nochmal die Straße hin. Nicht die Straße, die haben wir schon. Die Fabrik. Sagen wir mal so. So, dann wieder zurück zur Straße. Die hier nochmal. Ja, dann kommen wir rein. Sehr gut. Und hier haben wir kein Problem, dass hier irgendwie, ihr kennt das Problem, Leitplanken im Weg wären. Nö, ist okay. Was ich hier jetzt aber nicht haben möchte, das ist das hier, das Lichtsignal. Das macht irgendwie keinen Sinn für meinen Geschmack. Und hier könnte man natürlich auch eine Sackgasse machen. Weil das muss ja einfach dranhängen. Ansonsten ist das ja relativ egal, was die Straße da macht. Gut, dich hätten wir. Jetzt müssen wir dir irgendwie Stahl bringen. Jetzt ist natürlich die Frage, ich würde jetzt hier nicht eine Stahlfabrik hinhängen. Weil das ist nicht das Endprodukt. Wir möchten hier nur die Fabriken haben, die im Prinzip das Endprodukt herstellen. Also im Prinzip, ja, eben die Waren wären das logischerweise. Wir brauchen eine Stahlfabrik. Haben wir nicht in der Nähe sowieso gerade schon eine Produktion? Ich meine, sonst werden wir natürlich ganz einfach eine neue ankurbeln, das ist ja auch klar. Ja, das sieht nicht so aus, als wäre das hier massiv mit Stahl verwöhnt hier, das Ganze. Nee. Also wir haben, glaube ich, grundsätzlich schon eine Stahlproduktion, aber eben nicht in der Nähe. Jetzt muss ich aber gucken, haben wir nicht diese Mod, dass die, oder macht diese Mod nicht, dass wir bei der Stahlproduktion auch nochmal was anders machen müssen? Werde ich mir gleich mal ansehen. Wo sind wir stehen geblieben? Hier oben. Ich mache mal irgendwo hier einfach eine Stahlfabrik hin. Ich werde die wieder abreißen, das ist ganz klar. Ich möchte einfach wissen,
Was für Zutaten brauchen wir für Stahl? Da haben wir Stahl. Das sieht man schon. Da gibt es aber ein Nebenprodukt, nämlich das hier. Das wäre Koks, genau. Stein. Das gibt Stahl. Ja, das ist eine ganz andere Warenkette, man sieht's. Also, oh Gott. Ja, also die brauchen Eisenerz. Wir brauchen aber keine Kohle, sondern Koks. Und wir brauchen noch Steine. Okay. Dann würde ich sagen, dann machen wir irgendwo hier nochmal so einen richtigen Industriepark hin. Die Frage ist, wohin? Wenn wir nachher da rauf müssen, in die Gleise rein, da könnten wir die Gleise hier mitnutzen. Das geht irgendwie hier runter. Warum nicht vielleicht sogar hier? So richtig nochmal Industrie. Wir könnten die natürlich auch irgendwo in die Nähe von der Stadt setzen. Das hat natürlich auch immer einen gewissen Charme. Sollen wir hier unten noch so ein Industrieteil machen? Hier bei Linda? Wir können dann gucken, wie wir da raufkommen. Irgendwie werden wir es schaffen. Würde ich glatt angehen. Also, das würde heißen, wir brauchen im Prinzip die Stahlfabrik. Das wäre dann aber das Letzte, was sozusagen angelaufen wird. Und ich würde die hier an die Straße ransetzen. So, einmal Stahlfabrik. Mit ein bisschen Abstand. So, dann sehen wir, wir brauchen Erz. Das haben wir hier. Machen wir hier hinten. Wobei, die Frage ist natürlich, ob wir das nicht vielleicht sogar mit LKWs jetzt nochmal machen. Würde ich eigentlich ganz gerne haben. Dann machen wir hier eine Erzfabrik hin. Oder hier auf der Seite. Dann fräsen wir uns da nicht so in den Berg rein. Finde ich eigentlich schöner. So. Einmal so. Wir können es auch kombinieren. Dann machen wir nochmal was mit Zügen. Ich mache jetzt einfach mal die Fabriken hin, die wir brauchen. Das wären Erze. Dann aus Kohle. Das muss ich erst kurz checken. Ich mache das aber mal hier hin. Kohle. Ist aber auch Kohle. Gut, das hat in dem Sinn offensichtlich mit Koks dann aber nichts zu tun. Wie kommen wir denn an Koks ran? Eine Koksfabrik haben wir hier. Aha. Gut, bauen wir. Ja, aber irgendwie jetzt so die ganze... So alles nebeneinander bringt es ja auch nicht. Aber in der Nähe finde ich es nicht schlecht. Machen wir mal so. Jetzt schnell gucken. Ach, die brauchen auch was, nämlich Kohle. Da sind wir ja beim Thema. Hatte ich doch vorher gerade an der Angel. Die Kohle haben wir hier. Ja, finde ich nicht schlecht, wenn das hier ist. So ein bisschen weiter hinten. Da so ein bisschen hier reingefräst. Gefällt mir von der Idee her, weil da werden natürlich dann relativ viele LKWs hier rumdüsen. Das ist ja auch schön. Wir haben schon viele Züge. Aber schön, wenn wir natürlich auch viele LKWs haben. Da kommen wir schon mal rein. Kann ich da die Straße nochmal ändern? Das würde ich eigentlich ganz gerne machen. Moment, bevor ich das so mache, kappen wir das nochmal. Schnappen uns hier gerne eine breitere Straße, würde ich sagen. Sagen wir mal die hier. Oder sogar die fette hier. Das wäre natürlich auch eine Idee. Würde gehen. Zack. Okay, wenn hier schon LKWs langdüsen sollen, dann dürfen die natürlich auch wirklich auf einer entsprechenden Straße rumdüsen. Und in die Richtung das gleiche. Geht nicht mehr. Okay. Ah, nee, das kann ich natürlich nicht kappen. Das muss aber weiter auch gar nicht führen, weil hier vorne ist ja Feierabend mit dem, was wir jetzt hier haben. Aber ich mach mal das Ganze segmentweise noch bis hierhin. Kann man machen, indem man Shift drückt, dann kann man eben Segmente setzen. Jetzt würde ich das Ganze gerne noch anschließen. Wow, jetzt haben wir hier aber, das ist aber ordentlich in der Grube. Ist aber nicht schlecht, so eine Erzgrube. Ja, der Name sagt es ja schon. Das Ding kann man tatsächlich, denke ich, auch problemlos mal darunter setzen. Wir können natürlich auch hier rein. Und dann versuchen von hier aus, hier in die Straße reinzukommen. Ja. Das müsste da eigentlich gehen. Wir düsen hier in die falsche Richtung. Wenn wir hier das so machen. War da gerade eine Stelle? Steigung zu groß. Hier geht's. Wie sieht das aus? Ja, dann haben wir hier wieder irgendwie so einen Hügel. Ich mache das mal in kleinen Schritten. So, irgendwie in die Richtung. Das möchte ich mir nicht. Come on, wo kann ich hier raus? Hier vorne. Kann es sein, dass sich die Straßen hier nicht so vertragen? Dann würde ich die nochmal wechseln. Hier geht's. Das ist... Ja, es ist keine Abschussrampe. Das ist halt einfach auch, dass es wieder abwärts geht. Aber mir gefällt es irgendwie trotzdem nicht. Wir können ja mal versuchen. Hier geht's. Okay, dann machen wir es doch so. Wir müssen hier nicht unbedingt in die breite Straße rein. So, einmal verbinden und schon passt das. Bestens. Dann haben wir das gemacht. Und hier müssen wir noch in die Richtung...
Müssen wir nicht, machen wir aber. Dass wir irgendwo hier vorne dann reinkommen. Das geht, da haben wir auch kein Gefälle. Bestens, und bei dir auch nochmal. In die Richtung, eine Kurve. Und dann, um Gottes Willen, nicht irgendwie sowas, sondern ein bisschen länger ziehen. Ne, dann wird das Gefälle fast noch schlimmer. Hier ist er ohne, guck mal. Machen wir. Und in die Richtung. Lassen wir es mal. Das ist eine Einbahnstraße. Gut, dann hätten wir das jetzt auf die Schnelle gemacht. Ich würde sagen, ich sehe, wir sind schon wieder völlig über die Zeit. Das ist ja unglaublich. Haben wir jetzt eigentlich alles? Wir haben Kohle. Hier haben wir Erz. Und hier wird aus Kohle Koks. Und hier brauchen wir Erz, Koks, Steine. Steine fehlen noch. Gut, dann wissen wir, was hier noch hinkommt. Nämlich ein Steinbruch. Und der kommt hier hin morgen. Ich danke euch fürs Zusehen. Hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen. Und dann hoffe ich natürlich, wir sehen uns morgen wieder. Wenn wir hier, ja, die Warenproduktion weiter bearbeiten. Danke fürs Zusehen. Bis dann. Tschüss.